Wenn Sie heute einen Kredit aufnehmen wollen, einen Telefonvertrag oder auch eine neue Wohnung mieten, dann möchte Ihr Vertragspartner wissen, ob Sie eigentlich die Rechnung pünktlich bezahlen. Das erfährt er bei der Schufa und Sie geben dem die Genehmigung, bei der Schufa nach Ihren Daten zu fragen. Die Schufa ermittelt über Sie einen sogenannten Score. Was die Schufa an Daten hat, das können Sie bei der Schufa selbst erfragen. Die müssen Ihnen das einmal im Jahr kostenlos zur Verfügung stellen, was an Daten über Sie gesammelt ist. Wenn Sie es häufiger brauchen, müssen Sie sich kostenpflichtig an die Schufa wenden, dann kriegen Sie das auch regelmäßig. Sie können Ihren Schufa-Score verbessern. Das Einfachste ist natürlich, Sie bezahlen immer Ihre Rechnungen pünktlich. Dann haben Sie schon mal keine negativen Einträge bei der Schufa. Häufig sind in diesen Schufa-Daten veraltete Datensätze drin. Da steht eine Kreditkarte drin, die Sie gar nicht mehr haben. Oder ein Ratenkredit, der ja schon lange abbezahlt ist. Deswegen kontrollieren Sie Ihre Daten. Das hilft schon mal, den Schufa-Score zu verbessern. Und wichtig ist auch, dass Sie überhaupt Daten bei der Schufa haben, hilft Ihnen im Normalfall. Denn wenn die Schufa nichts über Sie weiß, kann sie auch nichts Positives an den Kreditgeber oder die Telefongesellschaft melden. Das Wichtigste ist, dass Sie Fehler korrigieren in den Daten, die die Schufa möglicherweise über Sie gespeichert hat. Außerdem hilft es, wenn Sie überflüssige Kreditkarten abschalten, nicht zu häufig das Girokonto wechseln, Ihr Girokonto nicht im Dispo führen und natürlich Ihre Rechnungen pünktlich bezahlen. Das sollte alles zusammen Ihren Schufa-Score deutlich verbessern.